Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 3. Im letzten Part haben wir unseren Bruder verloren und wurden dann von Einheimischen gerettet. Naja, wir wurden auf jeden Fall von dem Typ im Schlaf tätowiert. Das muss der Funkturm sein. Tja. Und Funktürme werden wir auch noch sehen. So, das sehen wir den Funkturm. Haben wir am Ende der letzten Folge erfahren, müssen wir einen nehmen, damit wir zum einen die Karte aufdecken und zum anderen neue Ausrüstung freischalten. So. Und wir haben ja auch schon. Oder uns wurde gesagt bekommen, dass der Typ, dieser Piratentyp, die Funktürme benutzt, damit die Insel kartografiert. So, und hier haben wir eine Schlange. So. Und scheinbar nicht die einzige Schlange. Oder? Ich höre gar keine mehr. So, jetzt sehen wir nochmal die Insel von hier oben. Und da hinten blinkt noch ein Funkturm. Und um ganz ehrlich zu sein, ich würde die nicht hochklettern wollen. Da die nicht sicher aussehen. Genau von dem habe ich gesprochen. Ah, verdammt. Tja. Ein falscher Schritt und man fällt runter. So. Laufen wir nochmal ganz schnell hoch. Das muss der Funkturm sein. Tja, das wissen wir ja schon, dass das der Funkturm ist. So ein bisschen Fahrt abkommen. Oder besser gesagt, querfeld ein. Um ein bisschen schneller zu sein. So, Schlange. Verpiss dich gleich wieder. So, nochmal hier hoch. So, diesmal nicht runterfallen. Nicht runtergucken. Kann ich nachvollziehen, dass man hier besser nicht runterguckt. So, und wir sind jetzt oben angekommen. Okay, hier ein Stromkasten. Die Platine hat da auch schon mal bessere Tage gesehen. Naja. So, und dann einfach über das Seil rutsche runter. Nette Fahrt, hä? Hab's erledigt. Gut. Zeig mir deine Karte. Siehst du? Alles, was du wissen musst, ist nun durch den Funkturm aufgedeckt. Geschäfte, Abenteuer. Die Insel ruft nach dir. Und genau wie du sind die Händler hier von außerhalb. Auch sie brauchen die Funktürme für ihre Geschäfte und sie belohnen dich für jeden befreiten Funkturm. Ein wahrer Krieger muss jagen. So will es die Natur.
Sieh auf die Karte und wähle dein Jagdrevier. Hab keine Angst vor deinem Instinkt. Die Gesellschaft lehrte dich zu versagen, nicht die Natur. Okay. Und wir haben schon gesehen, jetzt hat der Shop hier ein paar Waffen gratis für uns. Hier, also, willst du deine Freunde retten, musst du den Dschungel kennen. Tierhäute und Leder ermöglichen dir, Ausrüstung und viele Waffen mitzuführen. Aus Pflanzen kannst du starke Medikamente herstellen, die dich heilen und deine Sinne schärfen können. Geh, kehre zurück, wenn du den Dschungel beherrschst. Wie meinst du das? Was soll ich denn dort tun? Hör auf deinen Instinkt. Okay, jetzt können wir uns auch frei bewegen auf der Karte und wir sehen schon, das Gebiet scheint ein bisschen größer zu sein als erwartet. So, hier haben wir den Laden und ich glaube eine Schnellreisefunktion. Hier sehen wir die verschiedenen Tierarten, oder besser gesagt so ein paar Tierarten. Ich glaube, von Echsen bekommen wir eher Leder, von normalen Tieren bekommen wir Fell. Puh, naja. Und wir sehen hier, gibt es auch Haie. Naja. Gehen wir mal zurück. Und holen uns die Gratiswaffen. Und wir sehen hier schon auf der Karte unten links eingeblendet, dass hier scheinbar ein paar Pflanzen sind. Grünes Blatt. Okay. So. Gehen wir nochmal schnell zu den Laden und sehen uns an, was der jetzt für uns gratis parat hat. Geschäftlich hier? Tja, immer geschäftlich. So, okay. Die macht mehr Schaden, allerdings ist die genauer. Reichweite tut sich nichts. Aha, der Revolver wäre nicht schlecht. So, was haben wir denn sonst noch für gratis Sachen erhalten? Sturmgewehr? Ja, wir haben ein Sturmgewehr erhalten. okay, allerdings haben wir kein Geld für Ausrüstung. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die. Okay, und wir haben scheinbar auch eine Kamera, mit der wir Sachen markieren können. Ist auch gut zu wissen. Ah, und wir haben nicht so viel Munition für die Waffe. So, hier sollte allerdings noch ein paar Sachen rumliegen. Sieht man ja auch schön auf der Karte. Können wir mit dem Auto fahren? Ja, wir können mit dem Auto fahren. Zum Glück haben wir ja da hinten einen Ort markiert. Oder, besser gesagt, unser Ziel markiert, wo wir hin müssen. Ja, und die Autosteuerung ist ziemlich schwammig. Ah, hier sind noch ein paar Kisten, zumindest laut Karte. Okay. Na, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Und euch.
Okay, was auch immer wir damit machen. Ein weißer Pokerchip. Hm, interessant. Grüner Pokerchip. Hier sollte eigentlich auch noch eine Kiste liegen. Hm. Ja, gehen wir mal hier nach oben. So, wie weit sind wir denn von unserem Ziel entfernt? Ja, nicht mehr so weit. Tiere besorgen. Aber welche? Wildschweinhäute müssen wir sammeln. Und ein paar Blätter. Also rotes Blatt, grünes Blatt und ein blaues Blatt brauchen wir noch. Und ich sehe da hinten ein paar Wildschweine. Okay. Ich wusste gar nicht, dass Wildschweine Raubtiere sind. Machen wir mal den Wegpunkt weg. Der irritiert mich gerade nur. Na, ich habe doch gesagt, Wegpunkt entfernen. Okay. So, zum Glück sehen wir die auch hier hindurch. Tja. Da sehen wir sie. Okay, eins haben wir. Wir brauchen noch ein zweites. Na, komm schon. Ah, nicht zu weit verziehen. Ja, okay. So, mal nachladen. Und heute. Okay. Wie auch immer das jetzt noch die Haut oben dran haben kann. Okay, da hinten sehen wir eins von den beiden. Ich weiß nicht, ob das das angeschossen ist. Wir wollen ja nicht, dass das Tier leiden muss. Natürlich muss man auf der Jagd immer schön leise sein. Damit das Tier einen nicht bemerkt. So. Und da haben wir die zweite Wildschweinhaut. Das dritte lassen wir jetzt mal im Leben. Brauchen ja nur zwei für die Mission. Ja. So. Hier ist noch ein bisschen Munition. Und wir brauchen noch ein blaues Blatt. Haben wir gesehen, es sind scheinbar im Wasser. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht von irgendwelchen Tieren angegriffen werden im Wasser. Ist hier ein blaues Blatt? Hm. Ja, ich glaube, genau. Hier wächst sowas. Und wir sollen uns mit Dennis treffen. Was haben wir hier eigentlich noch? Sturmangriff, Stärken, Knochenbrecher, Haar des Feuers, Herr des Feuers, Jagen mich hoch, Volltreffer,
Okay, ich habe irgendwelche Missionen, Herausforderungen. So, mal schauen. Bräuchten wir noch so Echsen? Können wir ja auch theoretisch weiterverarbeiten. So, gehen wir auf jeden Fall mal wieder zurück. Ja, nehmen noch ein paar Kisten mit. Man weiß ja nie, ob man später noch die Kisten wieder findet. Oder ob die egal ist, ob wir looten. Moment. Warte mal. Ich möchte. Hier war doch eine Höhle. Ja, ich möchte mich eigentlich in der Höhle noch umsehen. Okay, wir haben scheinbar eine automatische Taschenlampe. So, vielleicht sind ja hier drin ein paar Echsen. Kann ja auch sein, dass die in Höhlen sind. Denn theoretisch wären wir ja schon im Echsengebiet. Allerdings scheint die Höhle ziemlich leer zu sein. So, gehen wir wieder nach draußen. Tja. Ja, Schnellreise. Die paar Meter können wir auch mit dem Auto fahren. Büffel. Ist auch scheinbar ein Raubtier. Und eigentlich sollte der nicht hier sein. Naja. Wenn wir ihn schon hier haben. Okay. Wir haben nicht so viel Leben. Okay. Das wusste ich nicht, dass wir nicht so viel mitnehmen können. Aber man muss doch sagen, wir haben uns nur verteidigt. Moment mal. Wir müssen die Schnellreise benutzen. Okay. Auch etwas, das ich nicht wusste. Schnellreise. Hier haben wir scheinbar einen Waffenschrank. So, kommen wir hier raus? Nee. Kommen wir hier raus? Ja, hier kommen wir raus. So, und dann treffen wir uns doch mal mit Dennis. Ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. Okay, scheinbar lernen wir hier jetzt die Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Tja, es ist immer gut, wenn man ein paar Drogen mit hat. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere,
um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Größere freizuschalten. Okay. Ich frage mich, wie viel wir dann mitnehmen können. Ja, eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst 3 verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Okay. Scheinbar lernen wir über unser Tattoo, was er noch immer falsch ausspricht, neue Fähigkeiten. Und wir müssen für den Anfang mal den Takedown lernen. So ist gut. Du wirst immer stärker. Mit jeder Fähigkeit wird das Tattoo größer. Nimm noch eins. Okay, den Tree können wir jetzt keins mehr nehmen. Sprintschlittern oder Granaten abkochen. Tja, das hätte ich mir auch selber denken können, dass wir Granaten nicht in unserer Hand hochgehen lassen sollten. Und hier können wir nach dem Sprint direkt am Boden rutschen. Sehen wir uns mal das Tattoo an. Okay, da haben wir jetzt den unteren Teil. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alle Fähigkeiten im Let's Play erlernen kann. Allerdings, ich weiß, dass man alle lernen könnte. Naja, wir werden es im Laufe des Let's Plays sehen, wie viel ich dann am Ende erworben habe. Und wie weit wir das Tattoo hier erweitert haben werden. So. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tattoo. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. Tja, allerdings machen wir das erst im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr fassen wollt, könnt ihr gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Far Cry 3 wieder. Ciao.